Hast du dich jemals überfordert gefühlt in der Flut an Informationen? Jeder sagt was anderes. Vergiss mal für ein paar Minuten alles, was du über Ernährung gelernt hast. Das sind die 4 Fehler, die 99% aller Ernährungsberater, Gesundheitsexperten oder Influencer machen, wenn sie Ernährungstipps geben. 2014 wurden bei mir 2 Autoimmunerkrankungen diagnostiziert. Ich hatte einen sehr, sehr langen Heilungsweg. Seit 2,5 Jahren kann ich jetzt komplett ohne Medikamente leben, was kein Arzt für möglich gehalten hat. Die Ernährung hat dabei auch eine Rolle gespielt. Ich habe von glutenfrei über zuckerfrei gar keine tierischen Proteine, vegan, zu relativ viele tierische Proteine in der Steinzeiternährung. Von nur rohen Sachen zu hauptsächlich gekochten Sachen im Ayurveda. Von super vielen Kalorien zu wenig Kalorien bis gar keine Kalorien. Die ideale Ernährung gefunden habe ich erst, als ich diese 4 Fehler identifiziert habe. Erster Fehler, in gesunde und ungesunde Lebensmittel einteilen. Woher kommt es eigentlich, dass wir in gesund und ungesund einteilen? Bestimmte Nahrungsmittel und ihre Stoffe werden jetzt zum Beispiel im Labor analysiert, Wirkmechanismen untersucht und die Zusammensetzung. Genauso werden auch Menschengruppen auf ihre Ernährungsweisen untersucht, beobachtet, geografische Daten gesammelt. Dann kommt eine neue Studie raus, die ein Lebensmittel positiv oder negativ für unsere Gesundheit bewertet. Medien greifen das reißerisch auf, neue Trends können entstehen, Bücher und Programme kommen raus. Ein paar Jahre später kommt dann vielleicht eine Studie, die das Ganze widerlegt. Schauen wir uns jetzt mal den Konsens an von allen Ernährungsstudien, die es aktuell gibt, dann können wir sagen, es gibt nährstoffreiche und nährstoffarme Lebensmittel. Solche, die unseren Körper nähren, beziehungsweise auch mit Ballaststoffen versorgen und solche, die auf Dauer sogar Schäden anrichten. Zwischen den nährstoffreichen Lebensmitteln können wir jetzt nochmal unterscheiden in sichere, wo sich eigentlich die meisten Wissenschaftler einig sind, und kontrovers diskutierte. Diese kontrovers diskutierten Lebensmittel sind es, die die große Angriffsfläche bieten. Die sind zwar super nährstoffreich, aber enthalten Stoffe, die in Studien als bedenklich eingestuft werden. Die Kunst ist es, herauszufinden, welche von diesen kontroversen Lebensmitteln für deinen Körper gut funktionieren oder nicht. Wie man das schaffen kann, da kommen wir gleich mit dem dritten Fehler dazu. Erstmal können wir aber gesunde und ungesunde Lebensmittel in nährstoffreiche und nährstoffarme Lebensmittel umbenennen. Das hat 2 große Vorteile. Das Ganze wird konkreter und es wird auch weniger emotional. Mit gesund und ungesund Essen sind extrem viele Emotionen verbunden. Gleichzeitig, wie wir ja jetzt auch gerade gesehen haben, gibt es einen total großen Interpretationsspielraum, wenn es darum geht, was überhaupt ein gesundes Lebensmittel ist. So sieht dann meine Ernährungspyramide aus. Ich fokussiere mich auf nährstoffreiche Lebensmittel, nehme von den Kontroversen, die meinem Körper gut tun. An der Spitze sind die nährstoffarmen Lebensmittel. Das erinnert auch so ein bisschen an die 80-20-Regel. Von wegen Balance is key, finde ich auch schon total einen guten Ansatz, dass man sagt, das hier ist nicht gesund, wenn du nicht auch die 20% ungesund da drin hast. Ich würde es aber noch weniger werden und eben gar nicht mehr von gesund und ungesund sprechen. Der zweite Fehler, die Bioverfügbarkeit unterschätzen bzw. gar nicht beachten. Das nährstoffreichste Lebensmittel der Welt bringt dir ja nur was, wenn du es auch verwerten kannst. Dabei spielt deine Veranlagung, deine aktuelle Darmgesundheit und auch das akute Stresslevel eine Rolle. Wie gut der Körper Stoffe aufnimmt, umwandelt und wieder ausscheidet, das hängt mit deiner Genetik zusammen. Das Mikrobiom ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Die Enzymaktivität ist genetisch bedingt, wie gut dein Körper zum Beispiel Fette, Proteine oder auch Kohlenhydrate verdauen kann. Genauso können Menschen aufgrund ihrer Veranlagung unterschiedliche Stoffwechseltypen haben. Unsere Gene interagieren auch mit Umweltfaktoren. Wie gut der Körper zum Beispiel Vitamin D aus dem Sonnenlicht synthetisieren kann, in eine aktive Form, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Darmgesundheit hängt von deinem Lebensstil, Umweltfaktoren und dem Älterwerden ab. Neben deiner Ernährung beeinflusst auch Bewegung und Schlaf deine Verdauungsleistung. Von Probiotika-Kapseln zu Apfelessig am Morgen zu Zitronenwasser oder Kombucha. Was all diese Maßnahmen gemeinsam haben ist, sie aktivieren zum Beispiel die Verdauungssäfte, können entzündungshemmend wirken, was für die Darmgesundheit immer wichtig ist, oder die Barriere stärken. Für mich am Anfang war das total überfordernd. Tatsächlich ist das Beste da total simpel zu starten, wie zum Beispiel mit einem lauwarmen Glas Wasser am Morgen, dann sich so ein bisschen durchzuprobieren. Das ist immer viel, viel besser, als jetzt zu viel zu wollen direkt. Unter Stress wird unsere Verdauungsleistung heruntergefahren. Ganz viele Verdauungsprozesse laufen langsamer ab, was sich auch auf die Bioverfügbarkeit auswirkt. Auch alleine schon, wie wir essen, kann Auswirkungen darauf haben, wie gut unser Körper diese Nährstoffe überhaupt verwertet. Ich mache dazu nochmal ein extra Video. Ein paar kleine Tipps zum entspannten Essen sind zum Beispiel Handy weglegen, auch mit Stäbchen essen. Tatsächlich gibt es richtig interessante Studien, dass sich bestimmte Synapsen neu verknüpfen, wenn wir mit Stäbchen essen. Oder so eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen im Sinne von, boah, ich bin so dankbar gerade dafür, dass ich jetzt was zu essen habe, und auch auf sein Sättigungsgefühl dann auch bewusster zu hören. Da kommen wir direkt zum dritten Fehler.
das eigene Körpergefühl ignorieren. Wir können jetzt wirklich die krasseste Goldstandardstudie der Welt nehmen, mit den besten Ärzten zusammenarbeiten und Ernährungsexperten einen idealen Ernährungsplan erstellen lassen und uns trotzdem energielos fühlen. Es liegt einmal daran, dass es super schwer ist, eine große Menschengruppe über Jahre hinweg auf ihre Ernährungsgewohnheiten zu untersuchen und jeder Körper so individuell auf Lebensmittel reagiert. Und deshalb ist es auch so wichtig, das Körpergefühl, das eigene, immer genauso gleichwertig zu behandeln wie irgendwelche Studienergebnisse, die aktuell sind. Die Ernährungswissenschaften sind die Basis, damit wir überhaupt irgendwie einen Plan haben, wo wir anfangen sollen, welche Nährstoffe in welchem Lebensmittel drin sind. Und auf der anderen Seite sind diese ganzen Werte im Verhältnis zu dem, wie komplex unser Körper ist, super ungenau. Woher weiß ich denn, was jetzt mir persönlich gut tut? Kontroverse Lebensmittel sind zum Beispiel tierische Fette oder Antinährstoffe wie Gluten im Brot, was bei manchen Menschen die Darmbarriere schädigen kann. Da ist die Antwort, du musst es für dich ausprobieren, aber das musst du nicht allein. Wir wollen ja immer einen Quickfix, den gibt es nicht. Wenn wir aber uns jetzt investieren und rausfinden, sei es, wir nehmen uns die nächsten 7 Jahre und finden raus, was unserem Körper gut tut. Bis zum Lebensende haben wir einen Lifestyle integriert, den wir vielleicht auch immer wieder an unsere Lebensphase noch ein bisschen anpassen, aber wir haben etwas gefunden, worüber wir dann auch gar nicht mehr so extrem nachdenken. So ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Hier kommt auch die positive Seite von Ernährungstrends. Die können uns nämlich auch helfen, überhaupt mal was auszuprobieren. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und eher faul. Damit wir mal wirklich unserer Komfortzone rausbrechen, brauchen wir meistens auch irgendwie einen Proof of Concept. Wir müssen sehen, die Person hat es gemacht und es hat funktioniert. Ich würde heute keine Diät der Welt empfehlen, die ich auch getestet habe. Aber jede dieser einzelnen Ernährungsformen und Tests und Challenges hat Stück für Stück dazu beigetragen, dass ich herausgefunden habe, was mein Körper braucht, wie er funktioniert, was ihm gut tut, was nicht. Der 4. Fehler ist die Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität. Es kommt natürlich auch einfach daher, dass sich solche Sachen viel besser klicken lassen. Ist diese Lebensmittel und in 30 Tagen bist du perfekt gesund, ist natürlich für mich viel catchiger, als zu sagen, finde raus, was dein Körper braucht, entwickle einen Lifestyle und du wirst dein Leben lang eigentlich besser fühlen. Gleichzeitig wirst du aber mit der zweiten Strategie, die sich erstmal halt nicht so verlockend anhört, langfristig gesehen weiterkommen. Ich glaube, das ist auch hier nochmal ganz wichtig zu zeigen. Es ist egal, ob du eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nährstoffarm gegessen hast und in der ersten Januarwoche dann super viele nährstoffreiche Lebensmittel. Wie sieht es nach einem Monat aus? Wie sieht es in 3 Monaten aus? In 12? In 3 Jahren? Wie ist dein Ernährungsmuster über dein ganzes Leben? Es ist wirklich am Ende das große Ganze, was den Unterschied macht, was dafür sorgt, dass wir es schaffen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Es gibt nicht diese eine Lösung. Deshalb würde ich auch von Menschen Abstand halten, die euch sowas verkaufen wollen, weil das sich einfach nur gut vermarkten lässt. Dinge eher als Inspiration sehen oder Motivation, mal was anzufangen.